Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, liebe Rasenfreaks. Wir können endlich den Mulchmaster testen. Endlich gibt es den Mähtest mit dem Mulchmaster. Mit den Mulchmastern. Wir haben nämlich zwei Mulchmaster, nicht nur einen. Wir haben nämlich einen Akku betrieben, den habt ihr schon gesehen im Unboxing. Und wir haben einen zweiten Mulchmaster als Benzinmäher. Wir werden beide jetzt mal im Vergleich hier auf unseren höher geschnittenen Rasenflächen zeigen. Wir haben ja so eine tiefgeschnittene Fläche, das ist die Spindelmäherfläche. Und wir haben hier in den Randbereichen, so wie das auf dem Golfplatz ist, so die höheren Bereiche, die Roughs oder Semi-Roughs. Und die werden wir hier jetzt mit dem Sichelmäher mähen. Die sind für den Spindelmäher schon zu hoch von der Länge. Da können wir mal die Länge messen, das ist bestimmt 50, 60 schon hier. Und die will ich jetzt auf 35 kürzen. Und ja, jetzt zeigt es sich, was der Mulchmaster kann. Viel Spaß dabei. It's number one. So, jetzt muss ich euch ja noch was verraten. Der Rasenfreak hat es wieder nicht richtig gewusst, beziehungsweise es ist auch bei dem Maschinchen ein bisschen tricky. Und zwar, ich hätte gedacht, der Akku ist alle. Aber er war gar nicht alle. Er war voll. Und es ist nicht das Grün, was an dem Akku leuchten muss, wie es in der Anleitung steht, sondern er leuchtet jetzt plötzlich blau. Aber die Anleitung hat Grün gesagt. Aber vier blaue, also mal gucken hier, vier blaue Lämpchen, vier blaue Lämpchen, oh, nur noch eins. Nein, ich hätte ihn mal laden sollen. Uha. Dann machen wir Folgendes. Jetzt wechseln wir kurz die Szenerie. Wir packen den Akku noch mal ran, eine halbe Stunde, mähen also erst mit dem motorbetriebenen Mäher und wechseln dann auf den Akku. Ja, so schnell kann es gehen. Aber Fakt ist, nicht grün, sondern blaue LEDs zeigen die Ladekapazität des Akkus an. Und das Zweite, was war, ich habe ihn nicht angekriegt. Deswegen dachte ich ja, der Akku ist alle. Aber man muss beim Starten diesen Bügel, diesen Startbügel etwas vordrücken. Und hier ist so ein roter Knopf. Hier ist der rote Knopf. Man muss den also etwas vordrücken, damit sich dieser Bautenzug noch ein bisschen entspannt. Und dann drückt man ihn so halb rein. Und dann läuft er. Wenn man das nicht macht, dann kann man nicht reindrücken. Und wenn man ein bisschen anzieht, drückt man auch rein, aber dann kriegt man ihn nicht gestartet. Also es ist tatsächlich so ein bisschen zu knapp hier konstruiert. Es müsste ein ganz bisschen länger sein, dieser Draht. Wenn ich ein bisschen vordrücke, das ist wirklich minimal, dann kann ich reindrücken und dann startet er. Ja, okay. Gut, habe ich nachfragen müssen. Das ist jetzt die Profiline. Das ist jetzt die Profiline von MWS, vom Mulchmaster, ohne Antrieb. Alles ein bisschen robuster. Robustere Räder. Der hat hier noch so eine Drahtbügelabstützung. Deswegen werde ich ihn jetzt auf eine Gummimatte stellen. Das wird natürlich ruckzuck zerschrabbern. Ich hoffe, das kann der Motor jetzt ab. Das muss er abkönnen, denn sonst kann ich hier nicht sauber machen. Und ich habe ihn auch schon mal getestet. Ganz kurz, selbstverständlich habe ich ihn schon mal getestet. Und der Unterschied hier zum Home-Mäher, zum HM, ist, dass der hier so ein Sicherheitselement hat. So ein Bruchelement, was bei harten Gegenständen, Steinen und Stöckern oder ja, Wurzeln
abbricht und damit die Zerstörung des Motors verhindert. Dann hat er hier so einen Schutz, so ein Schutzring. Ist also viel robuster, viel sicherer konstruiert für den harten Arbeitseinsatz eben der Garten- und Landschaftsbauer. Bin gespannt. Das ist jetzt auch immer so eine Sache hier. Gut. Hätte man abnehmen sollen. Sonst vom Prinzip genau das gleiche. Die Verstellung, die robusten Druckgussgehäuse hier, das ist echt mega robust. Gut. Kurz, ich habe es auf der tiefsten Stellung gleich gemäht. Hui, also ich wollte mal die Höhe messen. Ich hole mal schnell einen Zollstock. Zack, die Schneise. So, was haben wir denn hier? Ja, 7. 8 teilweise sogar schon. 6 und hier haben wir jetzt runtergehauen auf 4. 4, ja. 4. Die Regel gebrochen. War jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber egal. Muss sein. Natürlich hier, das ist schon ziemlich extrem, dass er hier so ein paar lange Halme hat, also okay, aber sonst sieht das ziemlich gut aus. Man sieht kaum etwas vom Schnitt, er scheint gut zu mulchen. Oh, hier, guck mal, das hier. Das ist immer hochgradig interessant, wenn man diese Mulchmäher stoppt, dann fällt das Gras, was im Gehäuse ist, fällt runter und bleibt liegen. Mal jetzt gesehen, ich bin relativ schnell über die Fläche gefahren und da kämpft er auch mit der Schnitthöhe. Das ist jetzt zu brutal. Da ist dann doch einiges an Schnittgut liegen geblieben. Deswegen musste ich noch 2-3 Mal rüberfahren. Also nicht so schnell. Wie das? Das war's. So, jetzt gucken wir gleich mal rein. Genau hier an Ort und Stelle. Jetzt mache ich aber erst hier das Ding raus und schauen wir mal, wie das jetzt mit dem. Achso, man kann ihn noch weiter durchklappen.
Ah, sehe. Jetzt wird er wahrscheinlich noch besser stehen. Auf jeden Fall wieder sichern. Und dann hochnehmen. Das finde ich wirklich erstaunlich gut. Wie wenig jetzt hier kleben bleibt, das muss ich sagen, ist erstaunlich gut. Natürlich muss man jetzt sofort die Schüssel einmal auswischen oder diesen Holzlöffel benutzen. Aber okay, das ist nicht schlecht. Gut. Ja, weiter geht's. Okay. Was man gleich merkt, dieser Mäher ist wesentlich leichter. Der Yamaha-Motor scheint relativ schwer zu sein. Ich kenne jetzt nicht das Gewicht, ich blende euch das nochmal ein. Aber der Akkumäher ist deutlich leichter als der Profimäher mit dem Benzinmotor. Also wenn ich wählen dürfte, darf ich natürlich, dann würde ich natürlich jetzt den Akkumäher allein vom Gewicht nehmen, auch weil natürlich durch das Gewicht sich die Räder immer sehr stark in den Boden eingraben, wenn man immer auf der gleichen Spur fährt. Aber er war super gut zu handeln, ohne Antrieb, weil man eben schnell hin und her mähen kann. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier funktioniert. Ja, das ist jetzt 50, ungefähr 50. Das ist jetzt 10 mm höher. Dann stelle ich hier nochmal einen runter. Was ist das hier für ein Müll? Weg. Okay. Checken wir mal die Höhe jetzt. Ja, auch schon 40. Das ist jetzt fast gleich. Na gut. Ich habe hier bei dem Akkumäher jetzt gleich eine Tieferlegung bekommen. Also normalerweise beginnt die Schnitthöhe bei 40 mm ungefähr. Und jetzt habe ich gesagt, also für meine Fläche sind 40 zu viel. Ich möchte gerne tiefer. Und jetzt haben die ein etwas anderes Gestänge eingebaut. Das kann man wohl auch irgendwann bei MWS kaufen als Zubehör. Und damit kommt man, glaube ich, bis 25 mm runter. Das ist natürlich ganz cool. Das ist natürlich immer das Schöne an so kleinen Firmen, die schaffen solche Möglichkeiten für uns Rasenfreaks. Das finde ich gut. Habt ihr es gehört? Er lief erst in einer relativ moderaten Geschwindigkeit und dann hat der Mäher gemerkt, dass er hier richtig fettes Gras beim Rasenfreak hat. Dann hat er auf so eine Powerstufe gestellt. Das heißt, er hat zwei Leistungsstufen. Also er erkennt durch die Elektronik, dass er sehr viel Last hat, also dass er sehr viel Widerstand hat. Und dann schaltet er um auf eine höhere Leistungsstufe. Und dann fährt er natürlich auch ein bisschen schneller. Und ist natürlich auch ein bisschen lauter. Ach genau, den Sound müssen wir gleich nochmal messen. Dieses Umschalten, ja okay, kann ich verstehen, würde ich aber gerne aktiv beeinflussen. Also das würde ich besser finden, dass ich sage, ich will jetzt mit der hohen Leistung mähen oder mit der tiefen Leistung mähen. Das macht jetzt automatisch. Gut, ja, interessant. War mir nicht bewusst. Okay, voilà. Thank you.
liebe Rasenfreaks, das steckt an hier. Rasenmähen steckt an. Wir haben jetzt alle angefangen hier zu mähen. Also wenn wir ein paar Nebengeräusche haben, ich hoffe, es stört euch nicht. Wir mähen jetzt hier auf dem Abschlag mit dem Mulchmaster nochmal auf der tiefsten Stellung, um zu schauen, wie er hier das ganz kurz geschnittene Gras bewältigt. Tiefste Stellung. Bam. Ja, ist okay. Das ist jetzt nicht so tief, wie ich mir das wünsche, aber ist okay. Das ist jetzt die tiefste Stellung. Ich schaue mal so ungefähr, was das ist. Ja, 30. Ja, 25, 30. Okay. 25, 30, irgendwo dazwischen. Also viel tiefer kommt er nicht. Na gut. Also ganz klar, der Akkumäher ist deutlich leiser als der Benzinmäher, obwohl der von der Messung auch nicht so wirklich laut ist bei 85 dB. Der liegt hier bei 80 dB. Das ist nicht schlecht. Was mir nicht gut gefällt hier, der hat so ein Pfeifen, so ein 1000 Hertz Pfeifen bei 1030 Hertz. Das ist so ein kleiner dominanter Oberton, den er hier hat. Das finde ich nicht so schön. Das habe ich auch schon mit MWS besprochen. Das scheint jetzt am Motor zu liegen, also vom Motor zu kommen. Ist wohl typisch für diesen Elektromotor, für diesen Akkumotor. Okay, ich finde es ein bisschen nervig, aber das muss ich ja selber entscheiden. Ja, aber insgesamt ist der Mäher super leise. Es ist halt wie so ein kleiner Tinnitus. Ja, ist so. Okay, kann man auch nichts gegen machen. So, der Rheinfix. Ja, hier ein kleiner zweiter Mähteil. Nochmal jetzt bei komplett nassem Gras. Es hat hier zwei Tage durchgeregnet. Endlich Regen. Wir hatten ja Ewigkeiten keinen Regen. Und jetzt mähen wir hier nochmal mit dem Mulchmaster das nasse Gras. Und ich bin mal gespannt, wie er das macht. Und das werden wir jetzt hier nochmal nachvollziehen. Und zwar die ganze Fläche hier hinten werden wir komplett jetzt mähen. Die ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so hoch, weil sie ja schon mal gemäht wurde vor ein paar Tagen. Und jetzt mähen wir sie nochmal und ja, mal gucken, wie er das macht. Die Fläche ist jetzt nicht allzu groß, aber ich habe es einmal durchgemäht. Also er hat nichts liegen lassen. Wo ist der Grasschnitt hin? Also man sieht tatsächlich nichts. Nur da, wo man anhält, klar, ein ganz bisschen. Aber jetzt gucken wir mal unter, ob der Grasschnitt tatsächlich sich auf der Fläche verteilt hat, trotz des nassen Grases. Aber sieht nicht schlecht aus. Ja. Oh.
Also wirklich nicht schlecht. Er ist erstaunlicherweise nicht völlig zugeworfen. Er hat immer noch viel Freiheit hier. Klar, gut, hier in den Rändern klebt es natürlich, aber nicht blockiert. Also nicht schlecht. Wow. Ich sag immer, Mulchmäher gehen bei nassem Gras nicht. Also das kann man jetzt durchaus machen. Nicht schlecht. Das ist natürlich jetzt ein Berg hier in der Schüssel, aber er hat da doch eine ganze Menge Gras hier auf die Fläche wieder verteilt. Cool. No, und jetzt gibt's das Fazit. So, Liberalfix, jetzt das Fazit zu diesen beiden Mulchmastern, Benzin und Akku, Profi und Home, also für den Hausgebrauch, für den Profi. Auch der private Gartenbesitzer kann sich natürlich einen Profi-Mäher kaufen, selbstverständlich. Sehr viel robuster konstruiert, zumindest was auch die Sicherheit des Messers und des Motors angeht. Ohne Antrieb, mit Antrieb. Und was sagt der Rasenfreak dazu? Erstmal, grundsätzlich haben die beiden Mäher super gemulcht. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Und ja, ich sage auch, wir brauchen keinen Antrieb bei solchen relativ kleinen Rasenflächen. Da kann man auf den Antrieb verzichten, zumal der Antrieb bei dem Akkumäher auch relativ langsam läuft. Also man fährt wirklich sehr gemütlich. Also es ist wirklich schon fast eine Therapie. Also das ist fast schon eine Bewegungstherapie. So langsam läuft der Mäher. Gut, dafür mulcht er natürlich sehr gleichmäßig. Der Benzinmäher hat natürlich viel Power. Das merkt man. Ist lauter. Ist nicht super laut, aber ist deutlich lauter. Der Akkumäher läuft in dem normalen Modus sehr leise. Wirklich sehr leise. Gut, der kleine Oberton. Das ist jetzt meine persönliche Sache. Heute habe ich ja noch mal gemäht hier. Fand ich es gar nicht so auffällig. Also, aber ich sage ganz klar, der hat so ein kleines Pfeifen, der Motor. Und das sollte euch dann nicht wundern, wenn ihr ihn kauft. Ich würde ihn aber trotzdem behalten, um das mal schon vorwegzunehmen, weil er ist wirklich im normalen Mähmodus super leise. Das finde ich echt gut. Ja, dann sind es natürlich Maschinen aus Deutschland, aus Ostdeutschland, und sie sind nicht billig. Das sage ich hier auch ganz deutlich. Der kostet, ich meine, 1200 Euro. Der Profi, der PM46 YAM für Yamaha, mit Yamaha-Motor. Gibt es auch mit dem Briggs & Stratton-Motor. Der Briggs & Stratton-Akkumotor kostet mit dem fettesten Akku 1400 Euro. Und das sind stolze Preise, keine Frage. Aber es ist eben auch Made in Germany und es ist eine kleine Firma, die mit viel Liebe zum Detail hier diese Mäher entwickelt hat, die auch einen wahrscheinlich ganz persönlichen Service anbieten können, wenn ihr das braucht. Ja, es wird günstigere Mäher geben, keine Frage. Das müsst ihr euch überlegen. Beide Mäher sind im Prinzip gleich aufgebaut. Die gleiche Schüssel, das gleiche Fahrwerk, etwas unterschiedliche Räder, etwas unterschiedliche Abstreifer für das Gras, für den Grasschnitt. Da finde ich tatsächlich sogar diese etwas dünneren Haken besser als diese Drahtfedern. Ich glaube sogar, dass die sogar ein bisschen besser funktionieren als beim Profimäher. Habe ich jetzt nicht groß ausprobiert. Sie haben ein bisschen viel Abstand. Man könnte sie noch ein bisschen dichter ransetzen an den Reifen. Das würde ich noch besser finden. Und die Verstellung hier, die Höhenverstellung ist super. Solide ist hier dieses Umklappen der Griffe. Man kann die toll nach hinten stellen, um an die Schüssel, an das Mähwerk ranzukommen. Total super, das macht ganz viel Spaß. Da habe ich schon ganz andere Mäher erlebt, die wirklich umständlich sind. Das funktioniert gut, sehr solide, alles konstruiert zur Höhenverstellung. Funktioniert auch gut, ist natürlich relativ grob, wie es bei allen Mähern der Fall ist. Huch, Fliege. Die Höhenverstellung ist relativ grob gerastet. Toll, wenn es vielleicht wirklich so ein Tieferlegungsset geben wird. Ich finde ab 40 mm Schnitthöhe halt zu hoch.
wieder mein ganz persönlicher Geschmack hier. Na klar, solche kurzgeschnittenen Färbeflächen, die sowieso eher für den Spindelmäher sind, 16 mm geht damit nicht. Der fängt jetzt ungefähr so bei 25, 30, ich weiß es nicht ganz genau, Millimeter Schnitthöhe an. Der Profimäher bei 40, den gibt es im Standard auch mit 40. Also ein bisschen tiefer gelegt, wäre schon schöner. Vielleicht macht das die Firma ja. Die stört ein bisschen. Hier dieser Griff stört ein bisschen beim Mähen um Büsche. Da kratzt er so, wenn man jetzt mit der rechten Seite am Busch entlang fährt. So ein bisschen in den Busch. Da muss man die andere Seite nehmen. Ja, Stichwort nasses Gras. Nasses Gras hat er wirklich gut gemäht. Da war ich erstaunt. Trockenes Gras hat er sowieso gut gemäht. Hohes Gras hat er auch gut gemäht. Klar, wenn das Gras zu hoch ist, dann ist es nicht möglich, mit einem Mal den Rasenschnitt komplett zu zerhäckseln. Da muss man vielleicht dann wirklich zweimal rüberfahren. Aber das nasse Gras bei einer normalen Mähhöhe jetzt war super. Kann ich nicht sagen. Schüssel lässt sich super sauber machen. Großartig. Dieser Kochlöffel ist auch nicht schlecht. Ja, alles gut. Also ich werde nicht den Benzinmäher nehmen, weil er mir doch noch ein bisschen zu laut ist. Der Akkumäher ist laut, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, der Akkumäher ist laut, wenn er in diesen Power-Modus kommt, dann ist er wirklich laut und ein bisschen unangenehm. Im normalen Modus ist er echt angenehm leise und kann man schön oft mähen. Gut, ja, Mulchmaster von MWS. Überlegt euch, ob ihr so ein Ding haben wollt. Schaut in die Beschreibung, da steht alles. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt Tschüss. So. Und gut, dass ich keine nassen Knie habe. Oder bist du ja noch mal? Ich nutze gerade den Kochlöffel. Den Kochlöffel. Zack. Schön mit dem Kochlöffel hier. Witzig. Also lässt sich super sauber machen. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Zack.